Ich bin mir nicht sicher, ob man Nasentropfen nimmt zum... was ja auch irgendwie Sinn machen würde. Ey, das ist so beschissen, eine Frau zu sein. Muchachos, ich war am Freitag im Bergheim. Ein wunderschöner Hakuna. Mr. Cringe, ihr müsst wieder da, Muchachos. Genau. Hallo! So, also, heute wird's wie cringy, ich hab's schon gehört, und heute wird es auch wieder richtig schön salzig, denn wir haben hier mal wieder Frage an die Braxe. Leider ohne Raketen, aber dafür mit Waffen. Ja, tada! Nice. Mit dabei haben wir Aris und Deko. Wunderschön. Absteigen. Ich bin der Aris, ich bin auch dabei. Hasta la wach! Hallo, Muchachos! Ich wünsche eine wunderschöne guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nacht, guten Dusch, guten Rauch, guten Besserung, guten Dienst, guten Feierabend. Guten Rauch, guten Besserung, habe ich euch schon gesagt, ne? Und guten. Oh yeah. Jo, Alter, was hast du denn gemacht? Muchachos, ich war am Freitag im Berghain. Jetzt wird gefickt. Du schmutziges Stück. Nein, Spaß. Oh, geil, ich war, Digga. Nein, hallo, nimm doch mein Motorrad. Achso, okay. Wir brauchen ein anderes haben, Junge. Na, dann tauschen wir einmal so rum. Alles links, dang, dong. Boah, es geht ja schon wieder richtig geil los mit irgendwelchen. Ich hab doch umgeswitcht, Junge. Mit irgendwelchen Skills, Digga. Oh, Scheiße. Bin ich tot? Egal. Oh, ich hätte gern ein neues. Ich brauche ein neues, Digga. Ich brauche ein neues. Ich war, was ich erzählen wollte. Ich war, ey. Was ist das hier bitte? Er holt dir direkt Raketenwerfer raus, oder was? Ich war das nicht. Hallo, ich war das nicht. Weißt du, dass du das nicht warst? Du hast auch meinem Ford geklaut. Hallo. Jetzt muss ich meinen wieder nehmen. Dein Motorrad wieder, ja. Okay. Ich war am Wochenende in Essen. Oder in Nähe von Essen, in Oberhausen eigentlich. Auf dem Verknüpft. Was hast du gegessen? Genau. Und ich habe... Irgendwann um 1 Uhr nachts wollte ich auf Klo und es war Schlange am Klo. Bei den Männern? Bei den Männern und bei den Frauen. Digga, aber bei den Männern nur, weil die Frauen bei den Männern waren, oder? Das habe ich tatsächlich überhaupt gar nicht gesehen, nee. Digga, das ist nämlich immer so, Digga. Es passiert häufiger mal, aber habe ich da überhaupt nicht gesehen, dass Frauen aufs Männerklo gehen. Ja, okay. Ich stell mich jedenfalls in die Schlange. Ich habe da bestimmt 15, 20 Minuten in der Schlange gewartet. Musst du klein oder groß? Du musst nur pinkeln. Da steht man. Und dann merke ich, dass die ganze Zeit trotzdem Typen so an mir vorbei aufs Klo gehen. Ich denke so, okay. Und ich gehe auch los. Und ich sehe, alle Pissoirs sind frei. Alle. Ja. Komplett. Nicht ein einziges Pissoir besetzt. Standen alle für die Kabinen. Das ist doch ganz häufig so. Also, so kenne ich das eigentlich auch. Ja, waren die. Ich bin der. Also, die waren wahrscheinlich alle am Koksen, nehme ich an. Achso, was? Ich hab auch, einer stand am Waschbecken vorm Spiegel mit Nasentropfen. Ich bin mir nicht sicher, ob man Nasentropfen nimmt zum Koksen, was ja auch irgendwie Sinn machen würde. Keine oder Ahnung. Ob das quasi nochmal eine eigene Droge ist wieder, so wie so hustensaftmäßig. Keine Ahnung. Ja. Aber ich fand's krass, Digga, dass ich da einfach 15 Minuten warte am Klo, Alter. Und auf einmal merke ich, die Pissoirs sind alle frei, die Leute warten nur für die Kabinen. Digga, eine Schweigeminute für die Frauen, die immer 15 Minuten warten müssen bei irgendwelchen Veranstaltungen. Ey, wirklich, Digga. Digga, also das ist so beschissen, eine Frau zu sein, gerade wegen den Toiletten. Ey, also das ist es wirklich. Und vor allem, ja nicht nur wegen Toiletten, weil du auch nicht irgendwie draußen einfach eben kurz in die Ecke gehen kannst oder so. Und ey, wir haben Ewigkeiten gewartet, um reinzukommen. Ich musste so hart pinkeln. Ich hab mich ehrlich, das war das erste Mal seit, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, dass ich mir fast wirklich eingepinkelt hätte. So übel. Also ich war wirklich kurz davor einzupinken. Du hast ja auch ein Bier gehabt vorher und so, ne? Ich meine, da hast du mal extra Druck. Ey, komm hier nicht weg, Junge! Also die Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ist ganz schön Schmutz, Alter. Ja, ziemlich beschissen. Aber Pro-Tipp, Deko, vielleicht für dich. Einfach Pampers tragen, Digga. Let's go. Ja, wäre schlau gewesen. Hätte ich mir vorgestellt, dass ich dann reinkomme und dann nochmal eine halbe Ewigkeit da bei den Frauen, oder wie die Frauen halt das machen müssen, da in der Schlange stehen muss, bis ich pinkeln kann, Digga. Ich hätte mich hundertprozentig eingepinkelt. Digga, das hätte ich nicht ausgehalten, Alter. Das hätte ich echt nicht ausgehalten. Frauen tragen müssen, Digga. Das ist crazy, ey. Ja, da, also natürlich auch bei vielen anderen Punkten, aber auch da bin ich nicht neidisch
auf Frauen. Nein, ich bin draufgekommen und hab dann verkackt. Digga, ich war schon zweimal drauf. Einmal ist er dann einfach runtergerollt. Wie kannst du dann verkacken, Junge? Nachdem ich mich draufgesetzt habe und beim anderen Mal war Deko einfach auf mich drauf und ich wurde runtergesetzt, Digga. Auf mich drauf? Auf mir drauf. Dieser Lachsdorf. Also erstmal will ich sagen, ich war zuerst da und du hast dich quasi unter mich gelegt. Ja, natürlich, das geht natürlich. Ja, hä? Da bin ich zu, Alter. Du hast schon den nächsten Punkt, oder wie? Ja, hab ich. Unverdient, ja, Digga. Komplett unverdient. Hä, richtig verdient, Alter. Guck mal, was für ein Skiller ich bin. Es geht auch weiter, jetzt zieh ich euch ab. Ich bin fertig mit der Map, bevor ihr da von dem Punkt wegkommt. Das kann ich mir sogar bei dem Shit auch gut vorstellen. Oh, ja, P18 Fahrer, die Braxa, es kann also nur richtig schmutzig und dreckig werden. Aber Hauptsache, Ares noch hier. Das ist ey, aber ich möchte sagen, natürlich jetzt Eindruck hinterlassen, dass da viele Leute Drogen nehmen. Ich weiß nicht, vermutlich ist das. Einen habe ich gesehen, Digga. Der hatte eiskalt so. Oh, eine, nice, Ares! Der hatte eiskalt so ein Fahrradtrikot an. Der war mit einem Fahrradtrikot da auf dem Techno-Festival. Aber Fahrradtrikot nicht von DHL oder irgendwie sowas. Wie hier wie ist der Typ? Jan Ulrich, genau. Sondern Fahrradtrikot von Verknippt. Also von diesem Techno-Event. So geil, Digga. Gab's der war wahrscheinlich, der wahrscheinlich komplett drauf, Alter. Hat sich da richtig weggeschmettert. Aber es gab den ganzen Abend, ne? Es waren ja richtig viele Leute, es waren bestimmt 2.000-3.000 Leute oder so, mindestens. Es war richtig voll, es war richtig viel los. Es gab, ich habe nirgendwo auch nur den Hauch von Stress oder Aggression gesehen. Nichts. Gar nichts. Aber es gab doch Alkohol. Es gab Alkohol, ja. Wie viel hast du ausgegeben? Wie viel Knete? Ich habe gar nicht so viel ausgegeben. Also da vor Ort 50 Euro. Das, muss ich sagen, war ein bisschen scheiße gemacht. Man musste sich da, weißt du, wie bei der Nature One früher, Marvin, musste man sich Geld in so Pub-Coupons die man umtauschen, nie wieder zurückgibt? Die man gar nicht zurückgeben kann. Hä, wie scheiße? Du konntest dir Geld in Dinger umtauschen, aber nicht wieder zurück. Okay, das ist ein Fall für den Verbraucherschutz, Das fand ich schon ganz schön asozial, Alter. Verbraucherschutz, ich begrüße ihn. Am Ende habe ich es einfach ausgegeben, aber... Wasser dann, oder was? Ich hab am Ende noch ein Wasser geholt dann, ja. Digga, Ares, du warst sogar weiter als ich. Hallo. Crazy, dass du es hinbekommen hast. Und davor gab's nur Wodka E. Wodka E. Ich muss aber sagen, Wodka E, da bin ich ja, zu alt. Ja, ist schon, es ist schon, Digga, man muss sagen, Boomer, es ist Schmutz. Aber für so einen Tag, Digga, wenn du schon den ganzen Tag unterwegs bist und du weißt, du musst bis 5 Uhr machen oder sowas, dann ist einfach der Energy auch hilfreich. Ares, wann hast du das letzte Mal Wodka E getrunken? Krieg ich gerade, Alter, ey. Ja, klar, während der Arbeitszeit. Regelmäßig. Keine Ahnung. Also, ernsthaft. Och, gar trinkst du überhaupt Ahnung. Alkohol? Selten. Du rauchst lieber, ne? Also, du kiffst lieber, oder? Oh, ja. Genau. Oh, ja. Yeah. Mindestens. Anders kann man euch nicht ertragen. Das ist halt auch so. Touché. Aber sonst war es echt cool. Also, wir haben uns da... Ich wurde ja mitgenommen quasi dann. Wurde in Hannover abgeholt. Nach Oberhausen, wir waren kurz im Stau, das war ein bisschen nervig. Dann waren wir im B&B, B2B. B2B Breakfast? B2B. Das heißt Business to Business. Das ist halt so ein Hotel, wo halt irgendwelche Geschäftsleute dann zur Messe immer ihre Angestellten unterbringen. Ich kenne nur, deswegen B&B ist halt Bed and Breakfast. Ja, das ist ja aber quasi... Egal, wie hat denn Deko das geschafft da, der kleine Sacke? Ja, fand ich auch, ey. Hä, was denn? Das ist bis jetzt alles richtig einfach, Alter. Ja, halt's Maul, Alter. Einfach, die ganze Map ist super random, Alter. Hä, aber wo seid ihr denn? Richtiger Randall. Ja, bei dem nächsten Punkt mit der Bank. Bei dem Überkopf. Mit der Bank? Ja, wo ja, du. Ja, er weiß schon wieder nicht mehr, wo die Bank war, Digga. Am Hochhaus. Beim zweiten Punkt direkt weiter. Hey, das war doch super. Das habe ich first try gemacht, Alter. Macht euch da ein bisschen hin mit Wheelie anfahren, sofort S und Leertaste. Easy. Dann mache ich jetzt auch so, ja. Richtige Mushis, ey. Ja! Jetzt hab ich's nein, auch. Ich war so stolz auf mich, dass ich den Punkt. Ja? Fick meine Eier, ist die Map scheiße, ey. Bonjour, bonsoir, hallo. Lutsch, Digga, lutsch einfach, scheiße. Komm, geh drauf. Nein! Ey, dass da ein Stoppschild hin und her fährt, man das nicht sehen kann, ne? Ja! Aber war ein cooles Event. Wir haben ein bisschen im Hotel vorgetrunken. Ja, richtig Mallorca-Vibes. Wir hatten unsere eigene Box auch dabei, ein bisschen Mucke machen können da. Und war cool. Aber wie viel hast du jetzt ausgegeben für alles? Das war schon ordentlich Geld, ne? Ich habe 70 Flocken fürs Ticket bezahlt.
Ja, und das war auch relativ teuer, weil ich es erst eine Woche vorher gekauft habe. Das günstigste Ticket war, glaube ich, Early Bird für 35 oder 40. Boah, das war echt. Und dann wurde es so in Staffeln quasi teurer. Und ich habe halt das teuerste quasi dann bekommen. Abendkasse sozusagen. So mäßig DC Abendkasse, ja. Wobei Abendkasse gab es nicht mehr, es war ausverkauft. Okay. Dann habe ich 50 Bahn. Euro da umgetauscht in Tickets. Ja. Und dann habe ich nochmal für die Bahn Rückweg 60 Euro bezahlt. 68 Euro, 70 Euro also. Und ja, das muss ich sagen, finde ich richtig unfair, richtig unverschämt. Ich habe nämlich am Tag vorher, also am Tag quasi, nachgeschaut, was kostet mich das Bahnticket. Ich habe mir einen Zug rausgesucht um 20 nach 4 und einen Zug um 20 vor 6. Der war bei 40 und der Zug, den ich genommen habe, war bei 38 am Tag. Und als ich dann aber da nachts am Bahnhof stand, also quasi kurz vor Abfahrt des Zuges, so eine halbe Stunde vorher, also als ich wusste, jetzt ich gehe da jetzt hin und ich bekomme den, Ticket gekauft, 68 Euro. Also 30 Euro mehr, als hätte ich es früher gekauft. Digga, ich finde das so von der Bahn Alter. So unfassbar unverschämt, dass die einfach die Preise dann, je näher quasi der Abfahrtzeitpunkt kommt, die Preise so erhöhen, Alter. Die Bahn ist einfach so ein Schmutzverein, ey. So ein unverschämter Scheißhaufen, Alter. Ja. Teuer. Scheiß Service. Also immerhin, immerhin war es pünktlich. Also, ne, es hat immerhin alles funktioniert. Aber trotzdem, dass sie den Preis einfach von tagsüber 38 Euro auf eine Stunde vor Abfahrt 68 Euro erhöhen, also einfach mal fast verdoppeln den Preis, das finde ich so eine unverschämte... Also eigentlich passen sie ja immer den Preisen der Buchung an. Dementsprechend, wenn da dann alles weggebucht ist, dann ist wahrscheinlich... Nee, also der Zug war nicht besetzt. Also da waren zwar schon Leute drin, aber es war jetzt nicht so, dass es nicht mal annähernd so, dass der voll war. Und das ist frech, Digga, und das ist frech. Aber wie gesagt, ich könnte 24-7 über die Bahn ranten, über die Preise, Digga, das ist so ein Schmutzhaufen. Das Deutschland-Ticket macht es zumindest für Leute, die jeden Tag unterwegs sind, echt günstig, ne? Du kannst halt nur kein ICE fahren mit, ne? Genau, aber du bist ja auch kein ICE gefahren, oder? Doch. Ach, du bist ICE gefahren? Ich bin mit dem Regionalexpress von Oberhausen da nach Dortmund und dann von Dortmund mit dem ICE nach Hannover. Okay, also da wäre also aber 30 Euro auch echt günstig. Es gab auch keine Strecke für RB. Okay. Naja, für ICE ist dann schon fast normaler Preis, muss ich sagen. Aber ja, es ist einfach unverhältnismäßig, es ist nicht gerechtfertigt, sagen wir einfach so. Es kann nicht sein, ja, das Thema hatten wir auch schon, das dass Ding ich ist halt, das Dreifache ja, zahle, wenn ich mit dem Auto so Solo fahre. Ey, Digga, du bist wieder so ein Schwanzkopf, Alter. So ein Schwanzkopf. Für 68 Euro die Fahrt sind 2,5 Stunden. Wenn du das mit dem Auto machst, kannst du da dreimal fahren. Für den Preis, 68 Euro. Das ist crazy. Nach Oberhausen und zurück. Ich finde das einfach, die Bahn ist einfach so viel zu teuer. Bist du oben drüber gesprungen, Marvin? Ja. First try. Du musst durch den Container durch, Marvin. Hä? Boxershorts. Oder, Hä? Da ist ein Pfeil nach oben. Ja. Aber wofür ist denn da? Da ist vor dem Container ist ein Stein zum Draufdroppen. Ja, du musst da drauf landen. Du musst auf den Container drauf landen. Das ist sozusagen der Weg. Das heißt, du kannst nicht links und rechts fahren, sondern du musst da gerade drauf droppen. First try. Hä? Ich hab da gar nichts gesehen. Auf der anderen Seite ist nur der Waggon, wo du drauf fallen kannst. Sonst landest du im Abgrund. Ja, nee, aber vor dem Container ist ein Stein. Hab ich nicht mehr gesehen. Ja, weil du es übersprungen hast, Junge. Marvin, eigentlich so und jetzt runterdroppen auf diesen Stein und dann in den Container reinfahren. Ja, aber meinst du ja viel schwerer, ey. Dem nicht annähernd, Alter. Digga, dann muss man das aber auch zumindest erkenntlich machen, ey. Das war ja null erkenntlich, ey. Ich hab's beim ersten Sprung direkt gesehen. Hab dich weggekickt, bin einfach rübergesprungen, bam, fertig. G und G. Wo ist denn Ares eigentlich? Bei welchem Punkt bist du denn? Das geht einfach überhaupt nicht, Alter. So schwierig, auf diesen scheiß Stein drauf zu kommen, ey. Marvin hat wieder sich hier eine halbe Stunde gespart, ey. vielleicht hab ich's ja richtig gemacht. Ich versuch gerade am Stoppschild vorbeizukommen. Stoppschild? Ach da, okay. Chillig, Digga. Quasi einen Punkt vor mir. Nee, noch. Ey. Ja, 17 von 20. Sind gleich schon durch hier. Was ist los? Ja. Und nein.
Oh shit, Digga. Jetzt wird's schmutzig, Digga. Jetzt wird's richtig schmutzig. Warte, jetzt kann ich von hier nochmal gucken, wie das eigentlich aussah. Wir gucken mal kurz rüber. Also nochmal zurück zum Preis zu kommen. Ach, da drauf! Das war 70, nach oben? 140, 190 Euro. 190 Euro für beziehungsweise einen Abend. Wir waren vorher noch bei der Tankstelle, haben noch Crushed Eis geholt, um im Hotelzimmer ein bisschen was vorzutrinken. Also 200 Glocken. Achso, was mit Benzin mit deinen Kollegen? Das habe ich noch nicht gemacht, da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen was. Also 210 sagen wir einfach mal. 210 für einen Abend. Sagen wir 220, ja. Boah, das ist schon. Aber hat sich das gelohnt, so Preis-Leistung? War das. Ja, doch. Ist schon geil. Also, wäre natürlich geiler gewesen, wenn ich jetzt nicht aus Hannover kommen würde, sondern irgendwo in der Nähe wohnen würde. Dann wäre es ein bisschen Wurfer noch gewesen. Aber ich fand's cool, also war ein geiles Event. Schön, dass ich da war. Ja. Muchachos. Aber das ist ja nicht mehr in Deutschland, sondern das nächste Mal ist ja so in Barcelona oder so, ne? Was ist dein Lieblingsland überhaupt? Barcelona. Barcelona! Mailand. Der gute Lord. Gibt's den eigentlich noch? Oh! Welcher Lord? Der Rainer Winkler, so. Glaube ich, ne? Ja. Den gibt's bestimmt noch, aber den geht's ja, glaube ich, nicht den ganz so gut. Auf jeden Fall. Ich habe gerade Lebenszeichen gehört. Oh, echt? Und zwar will er eine FKK-Kommune gründen und sammelt dafür Spenden. Was will er gründen? Eine FKK-Kommune. Echt jetzt? Ist das dein Halbwissen wieder oder ist das for real? Nein. Also, es ist jetzt halt. Es kommt ja. Dadurch kommt er leider gerade wieder und wieder reden wir Leute über ihn. FKK, Digga! aber gerade er will tatsächlich eine FKK-Kommune gründen. Ey, ich wünsche dem so viel Glück und alles Gute auf dieser Erde. Weil was der durchmacht. Digga, es ist einfach so komplett. Also, alle, die da bei diesem Drachen-Heider-Game dabei sind, einfach miese Bastarde, Alter. Das ist so krank, dass der einfach aus seinem Haus rausgemobbt wurde, Alter. Aus seinem Führerschein rausgemobbt wurde, Digga. Dann pennt der irgendwo im Wald, Alter, wird der immer noch besucht. Und gefilmt ständig. Das sind einfach solche schmutzigen Bastarde, ey. Alles Schlechte wünsche ich euch. Natürlich ist Rainer Winkler auch eine relativ. Der ist halt einfach, ich hab manchmal das. Ich weiß, der ist auch, glaube ich, ein bisschen geistig nicht so. Ja, der ist nicht so. Aber so ganz unschuldig ist er dem Hate nicht. Also das ja, was halt, Digga, du kannst doch nicht dich über. Ne? Ich will jetzt nicht, ne? Also er ist auf jeden Fall geistig eingeschränkt, Digga. Du machst dich da über so eine geistig eingeschränkte Person lustig, Alter. Nee, also ich selber nicht, nein. Also ich. Naja, aber es ist ja auch nicht, Digga, kannst dich ja nicht. Ja, schon okay, wenn du dich jetzt über den Rollstuhlfahrer lustig machst, dass er kein Marathon gewinnt. Diese Vergleiche immer. Hab ich so null gesagt, aber. Ne, du hast gesagt, er ist nicht ganz unschuldig. Ja, genau. Ja, er ist halt nicht ganz richtig im Kopf, Digga. Du kannst doch nicht. So, ist halt einfach so. Lass den Typen in Ruhe, lass ihn doch seinen Kram da labern. Digga, jetzt bin ich aber. Und mobb den nicht aus seinem Haus daraus. Jetzt bin ich des Teufels Advokat wieder und sage, da muss man aufpassen, was man im Internet so raushört. Ja, also rein theoretisch, er ist halt nicht so eingeschränkt, dass es Menschen gibt, die irgendwie seine Erziehungsberechtigten sind und dann ihn darauf aufpassen würden. Er ist da selber, ja. Aber Deko, was ist so jetzt außerhalb mal so die traurigste Geschichte, die du so erzählen kannst? So innerhalb von einem Satz. Er muss regelmäßig und dann war sie tot. Ja, so Leute, Forster ist runtergeladen. Klassiker. der ist ja auch bekannt für echt gute Memes, muss man sagen. Ne? Barcelona, Forster ist runtergeladen. Achso, ich fahre kein Motorrad, weil es cool ist. Genau, das war das. Ich fahre kein Motorrad, weil es cool ist. Ich fahre Motorrad, weil ich das gerne fahre. Abgesehen davon fahre ich kein Motorrad. Ja. das sind einfach so OG-Goldsätze, Digga. Das ist einfach der Shit, Digga. Ja, ist halt ein cooles Ding. Also, ist lustig. Ja. Aber warum machst du dich dann so hart über den lustig? Also nicht ich du jetzt, aber... Ich würde niemals zu dem nach Hause ballern und den Steine auch, irgendwie... Ich meine nicht du, sondern ich meine, warum macht Menschen sich über den so lustig? Das sind einfach kaputte Menschen. Es muss ja immer schwarze Schafe geben. Einfach keine Hobbys. Genau. Hey, lass dich scharf aus dem Stier. Die können auch nichts suchen. Einfach keine Hobbys. Achso, ich muss da hoch. Oh, und kein Anstand. Also der Typ auf jeden Fall so ist ein... Ist ein merkwürdiger Typ, aber so wie das alles gelaufen ist, hat er auf jeden Fall nicht verdient.
Ja, dass der zwischenzeitlich irgendwo im Wald lebt, im Zelt also, und so da noch heimgesucht wird. Ne? Also das ist schon wirklich eine üble Nummer, jemanden zu Hause aufzusuchen an seinem Safe Space. Da so eine Scheiße abziehen, das schon. Ja, dann fliegt er aus seinem Haus raus, dann lebt er irgendwie im Auto, dann fahren Leute ihm am Auto irgendwie nach und belagern ihn da, wenn er dann irgendwo an irgendeinem Motel hält, um da zu pennen, dann machen diese Pizza-Scherzbestellungen für ihn. Dann zeigen doch bei der Polizei an, dass er seinen Führerschein verliert. Dann pennt er irgendwie im Wald, dann lauern die ihm im Wald aus und filmen ihn da halt. Das ist einfach komplett krank, Alter. Das ist komplett krank. Es gibt sogar eine Seite, die heißt Zitatsworte. Ja, und es hört ja auch nicht auf. Ich dachte, es ist langsam mal irgendwie Ruhe, aber ich sehe ständig trotzdem. Also vom YouTube-Algorithmus werden mir vorgeschlagen, dann irgendwelche Drachenheider-Videos wieder. Wo ich mir denke so, Digga, ist das nicht langsam mal zu Ende? Nee, die machen so lange weiter, bis der komplett weg ist vom Fenster. Also, also, ein weiteres Zitat. Oh. Chat, was sind deine Hobbys? Drache, Fahrradfahren. Aber ich habe kein Fahrrad. Ja! Das sind einfach so Aussagen, die sind schon irgendwie lustig, muss man sagen. Schwimmen, aber ich habe keinen Pool. Ich habe mein TV verkauft, um eine PS5 zu kaufen. Sorry, aber das ist lustig. Ja, vielleicht braucht er ja keinen TV, sondern er hat einen Monitor. Kann er sein. Ja, gut. Ja. Oh, Digga, endlich hier. Ciao, Deko. Ciao, Sia. Ey, ich bin da gerade Ausland gefahren. Ja, deine Mutter. Bin ich wirklich? 100%, das geht. Okay. Mach ich trotzdem nicht. Reicht schon, dass Ares vor mir ist, ey. Ich war ja schon komplett einmal durch und hab dann den Sprung hier auf die Plattform. Nein, gebracht. Echt? Ja. Okay. Okay, wie komme ich hier rüber? So, jetzt kommt nur noch der Gleit und dann war's das, Leute. Ah. Hallo! Tschüss. Ich kann nicht vom Ziel bremsen. Please. Also sehr merkwürdige Map auf jeden Fall an dieser Stelle. Bisschen random war die, ne? Digga. Hä, was macht der denn hier, Alter? Digga, Ares ballert rein. Man kann vom Ziel nicht halten. Geht nicht. Hallo. So, Deko, schnell nicht mehr ins Ziel kommen. Weißt du, auch ey. So geil. Deko am Anfang hat er uns so dermaßen das gemacht, jetzt einfach nie beendet. Ja, krass, ja. Ja. Dass ich Deko in der Party-Map schlage, Leute. Das müssen wir uns rot im Kopf. Ja, Kalender hast du nicht. Ja, ey, weiteres Zitat. Warum sollte ich meinen Müll runter in die Tonne bringen? Ich wohne unten. Alter. Also, Leute, ne? Egal, Marvin hat die Drachenheider-Zitate-App auf jeden Fall abonniert, ey. Ja, Muchachos, was ist euer Lieblingszitat? Meinst du es auf jeden Fall Forza? Ja, Forza. Digga, und Motorrad, Digga. Die sind beide einfach legendär Goldstatus. Hallo. Aber bevor wir hier Ende machen, dreh ich nochmal am Rad. Ja. Geile Sache. Doch. Nein. Ich, du musst ja nicht am Rad drehen. Nein. Ehrenlose Menschen ohne Hobbys, extrem unverständlich. Also in dem Ausmaß ist es auf jeden Fall einfach komplett krank, ey. So, das Auto ist ziemlich beschissen. Sieht aus wie so ein richtiges Oma-Auto, was irgendwann der Enkel bekommt, weil er gerade seinen Führerschein hat. Dann drehe ich da tatsächlich nicht am Rad. Privat so ein Ding. Weiß ich doch. Der Seat Arona sieht schon ein bisschen besser aus als das Ding, Brudi. So, wir drehen. Ich hätte gerne Mystery Gift oder Papa braucht wieder neue Kleidung. Würde ich auch nehmen. Klamotten würde ich auch nehmen, ja. Und ich bekomme einen Discount. Mystery Gift 5000 RP. Discount 10%, Digga. Vielen, vielen Dank für gar nichts an dieser Stelle. Jawohl, Klamotten. Digga, du drehst nicht mehr, ne? Nee. Okay, Digga hat keine Lust. Der muss sich jetzt erstmal ein paar Drachenlord-Zitate reinprügeln. Also, Muchachos, falls ihr ein paar Euros ja, locker in der Tasche habt, dann spendet sie entweder uns, Ares oder Drachenlord für die FKK-Villa. Ja, man weiß ja nie. Bis dann, Muchachos. Reingehauen. Daumen nach oben, Spenderbeschreibung aus der Ecke. Bye, bye. Ich fahre kein Motorrad, weil es cool ist. Ich fahre Motorrad, weil ich das gerne fahre. Abgesehen davon fahre ich kein Motorrad.